Hey, habt ihr die Brücke schon fertig? Nee, nee, wart noch ein bisschen. Gut. Ah, da stand... Nachmittags kommt ein seltenes Digimon am Strand. Vielleicht müssen wir dahin. Vielleicht müssen wir als nächstes dahin. Zu dem seltenen Digimon, was nachmittags kommt. Aber ich bin so gespannt. Ja, guck mal! Das Upgrade der Fleischfarm! Endlich! Endlich! Das passt so gut zu unserem verfressenen Monokromon. Tyrannomon, sorry. Palmon. Hallo! Ich habe meine Fleischfarm für euch vergrößert. Du bekommst jetzt täglich 3 Portionen Hüftsteak. Goldenes, wunderschönes Hüftsteak. Nicht mehr nur Fleisch, Hüftsteak. Außerdem kannst du noch mehr kaufen. Für 500 Bits die Portion. 500 Bits ist schon einiges. Ich leite die Farm jetzt für Tanemon. Tanemon macht hier irgendwo Pause. Morgen gebe ich euch mehr. Du kannst auch welche kaufen. 500 Bits die Portion. Nein, danke. Nein, danke. Alles klar, bis morgen. Da macht es Pause. Und es schläft. Oh, wie süß ist das denn? Es ist so süß. Groki fragt, spielt ihr dieses Spiel hier auf der PlayStation 1? Nein, leider nicht. Das da ist ein Emulator. Das ist aber auch was Gutes. Das hier ist die deutsche Version und wir spielen den Emulator. Das heißt, wir können die Version patchen. Wir haben den Bug nicht mehr, dass es nicht mehr spielbar ist. Also irgendwann kam er zu einem gewissen Punkt, da konnte man das Spiel nicht mehr weiterspielen. Wir haben die gepatchte Version, das heißt, wir können es komplett durchspielen. Bäm! Es schläft mit offenen Augen. Würde ich auch gerne können. Das ist irgendwie witzig. Sasse fragt, bekommt die Fleischfarm dann noch ein Upgrade, wenn aus Palmon ein Togemon wird? Und darauf kannst du wetten, Sasse. Darauf kannst du wetten! Aber Togemon ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Du weißt, Togemon hat die Fäuste bereit. Togemon hat die Fäuste immer oben für die Deckung. Togemon wird kein einfacher Gegner. Da brauchen wir mindestens Ultra. Also, Tyrannomon ist gut, aber nicht so gut. Nicht so gut, nicht Togemon gut. Drina, bin jetzt im Bett. Viel Spaß euch noch. Vielen, vielen Dank fürs lange dabei sein, Drina. Vielen, vielen Dank. Und wir schauen jetzt mal, was der gute Digimon zu unserem neu erworbenen Palmon sagt. Jetzt bräuchte ich meinen Bruder für die Vertonung. Ne? Kriegen wir hin. So. Palmon ist hergekommen. Er will das Fleischfeld vergrößern. So genial. Es ist so unfassbar genial, ey. Wenn man das nicht weiß und nicht weiß, dass man Palmon rekrutieren kann, dann ist das Spiel natürlich auch noch mal eine ganze Schippe schwerer. Es ist jetzt immer noch schwierig, weil uns Tyrannomon alles wegfrisst. Aber ich bin mega gespannt, ey. Oh, geil, ey. Oh, oh warte. Warte, was? Wem geht's nicht gut? Wem geht's nicht gut? Alles klar. So, mit den richtigen Moves kann Tyrannomon richtig abgehen. Ja, ja, mit den richtigen Moves, die wir aktuell nicht besitzen. Und gar keinen Zugriff darauf haben. So, Palmon ist hergekommen, er will das Fleischfeld vergrößern. Dann bekommen wir viel Fleisch. Ja. Ey, ich will sofort mein viel Fleisch haben, ey. Oh ja. Kriegt bei Yannick das Asthma heute wieder. Weil jetzt bin ich außer Atem. Oh nein. Ach so, vielleicht wegen dem Mikrofon ein bisschen zu nah oder so. Echt? Da ist es und schläft mit offenen Augen. Voll. Ach so, oh mein Gott, ey. Haben wir schon Fleisch geholt? Ja, also das ist noch kein neuer Tag. Und tatsächlich, hier kann man 500 Bit! Ja! Nein? Nein! Für unten gibt's ja beim Drachensee, gibt's ja bei 300 Fleisch. Das ist Fleisch. Sind das die Hüftsteaks? Das sind Hüftsteaks. Besseres Fleisch. Bis morgen also. Haben wir schon welche im Inventar? Nein, noch gar nichts. Wir müssen aber auch dringend auf die Bank gehen. Ja, wir müssen dringend auf die Bank. Das kannst du aber glauben, ey. Das kannst du glauben. Was mit dir? Schläft. Oh. Süß. Eben haben wir im Chat gelesen, ich glaube Sasse war es, hat nachgefragt, also ist dieses Digimon-Spiel hier eine Mischung aus Tamagotchi und, womit hast du es noch verglichen, mit
Mit Stardew Valley oder so, wo man einfach Leute in die Stadt rekrutieren muss? Eventuell, ey. Es ist wirklich, aber das Spiel, es macht so viel Spaß. Das Spiel ist total geil. Das ist total geil, ey. Animal Crossing, stimmt. Ja, stimmt. Voll geil. Und Sasse, vielen Dank. Vielen Dank fürs lange dabei sein. Gute Nacht und einen schönen Start in die Woche. Oh, voll geil, ey. Danke fürs dabei sein. Es freut uns einfach wirklich, weil heute war ein ungewöhnlicher Tag gewesen. Deswegen, wir wollten mal, montags ist ja immer so ein bisschen so dieser Tag, wo man Spiele austesten kann oder halt neue Formate austesten kann. Dafür ist der Montag sehr gut tatsächlich. Wir wollten das aber einfach mal spielen, weil wir natürlich wissen wollen, was nach dem Bug ist. Und weil wir dachten, dass es mit euch natürlich eine coole Erfahrung auch ist. Und wir wurden auch nicht enttäuscht. Weil alleine einfach das Kacken gehen und hier einfach diese Digimon rekrutieren und das Mitfiebern, das ist einfach so fantastisch, das freut uns mega. Ja, deswegen, ist wirklich so. Deswegen Dankeschön und mach's gut, Sasse. Ist meine letzte Woche Urlaub? Nee, ist meine letzte Woche, dann hab ich Urlaub. Voll stark! Voll geil! Ich hab gehört, manche nutzen ihren Urlaub, um anzufangen mit Stream. Hab ich gehört. Was? Sasse? Nein, nicht Sasse. So. Bisschen mehr Tempo hier, bisschen mehr Tempo ist bei 135. Er muss kacken. Hey Tamer, ich bin jetzt so viel gelaufen, weißt du, das ist mir irgendwie so gerutscht so ein bisschen. Ich muss jetzt, oh nein. Aber könnt ihr bitte nicht hinschauen? Ich bin da ein bisschen sensibel, was das angeht, okay? Ach du Heilig. Das war ja sauknapp, Alter. Fast hätten wir es zum ersten Mal gesehen. Erik, jetzt mach mir keinen Druck. Nee, warum denn Druck? Blödsinn. Deine heutigen 3 Portionen Hüftsteak. Oh, das ist so geil. Das heißt, du bist morgen nach dem Aufwachen 3 wundervolle Hüftsteaks haben. Oh. Auf dem letzten Drücker, ja, ist so. Voll geil. Nico, ich bin überlegen, ob ich auch direkt einen neuen One von World mache. Und nur mit meinen alten Notizen zocke, statt im Netz nach den Sets zu schauen. Ey, Nico, es macht echt viel Laune, also. Ich könnte es verstehen, 26. Es ist so geil, es ist wirklich geil. Guten Morgen, Tamer, was machen wir heute? Heute machen wir etwas ganz, ganz Wundervolles, und zwar wir werden, ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Wo geht's hin? So, Frage. Entweder, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder der Tunnel. Wir haben noch den Trimogemon-Tunnel. Der ist doch zu. Der ist offen. Wir können da jetzt schon hin. Ach so, okay. Stark. Der Mount irgendwas ist geschlossen. Ah, okay. Aber wir können jetzt schon zum Tunnel. Zweitens, wir haben gehört, es gibt ein seltenes Pokémon am späten Nachmittag am östlichen Strand. Jetzt hast du Pokémon gesagt. Ja, damn it! Da haben wir es, Damn it! Joe, bist du noch da? Es gibt ein seltenes Digimon am östlichen Ufer. Das haben wir noch gehört. Erwischt. Die beiden Optionen haben wir aktuell. Okay, perfekt. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wir gehen in den Drilltunnel, weil ich mag den. Freue ich mich auch drauf. Pokémon! Boah, ich hoffe, es ist ein Glumanda. Oh, ist das geil. Ach du Scheiße. Es gibt eine Animation. Ohrtunnel. Schön vorgelesen. Oh, da unten kann man angeln gehen, Leute. Da unten ist der Verkaufsautomat für 300. Ha! Für 300 kann man hier Fleisch kaufen. Warum ist da eine Ampel? Kann man da nicht rein, wenn es rot ist? Ach so, weil da wahrscheinlich Tunnelarbeiten gemacht werden. Aber so wie es scheint, wird auch gebohrt. Was denn? Hey, Thema, können wir vielleicht zurückgehen? Ich habe vielleicht Angst im Dunkeln. Ich dachte, er war ein Item oder so. Da musst du durch. Du bist doch ein Feuer, Digimon. Mach doch dein eigenes Licht. Ja, okay, gut. Halt du den Mund offen und sammel so Feuer in deinem Mund. Meine MP-Leiste. Okay, warte. Wir können auch eine Lampe mitnehmen. Hallo. Du musst fremd hier sein, das stimmt. Ich dachte nur,
Der ist gar nicht rumgegangen. Ich dachte, der wäre freundlich. Ich dachte, da. Komm, hau rein, volle Kraft, ey, let's go. Komm schon, das schaffen wir, das schaffen wir, na los. Los, volle Kraft, ey. Boom, sehr, sehr gut. Oh, geil. Das ist wie die Folge bei Pokémon, wo die durch die Wüste laufen mit Wasser-Pokémon, aber kein Wasser haben. Ja, richtig, exakt. Genau so. Exakt, ey. Okay, okay. Mario ist mein Lieblings-Pokémon aus Digimon. Ey, meiner ist Starter Dragoon, ey, ganz ehrlich. Okay, dann los, na los, nur noch 190. Mach ich das gut, Trainer? Du machst es absolut fantastisch. Deine Werte sehen sehr gut aus, tatsächlich. Oh, danke. Deine Werte sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Das sind meine Schokoladenwerte. Glaube ich dir. Sehr, sehr gut. Wert hast echte. So, den Rest machen wir mit dem Ult, weil er kein Mana verbraucht. Ja! Sehr, sehr gut. Ja! Ja! Perfekt! Unten links in die Ecke geprügelt und dann mit dem Flammenwerfer gefinisht. Alter, dieser Flammenwerfer, der viel zu viel abzieht. Das ist so gut. Das ist so geil, ey. So, 200 Bits, danke für Hammer. Die 200 Bits. Oh, kein Gespräch, schade. Ja, ist so. Okay, also hier sind ganze Werkzeuge, und zwar ein Schraubenschlüssel und 30 Zentimeter Pillen. Oh mein Gott. Die Frage ist, sind die für oral oder? Das ist beides grausam. Das ist beides grausam. Das ist wie diese eine Spongebob-Folge, wo Perla Zeit für die Pille einfach so ein Ding holt. Mika, warte, was? Bohrtunnel erstes Ögi. Nein, das sind aber viele. Leute, wenn wir einen Kampf starten und es sind mehrere feindliche Digimon da, kann es sein, dass die auch am Kampf dran teilnehmen. Oh, das macht mir Hunger, all dieses Gerede. Krieg ich was zu essen? Ja, hier, bitte den Hüllsteak. Oh, danke, Mann, oh, danke. Nicht drauf stehen bleiben, das bricht ein! Jetzt bin ich viel schwerer. Bitte, ich will noch schwerer werden. Krieg ich noch mehr? Oh Gott, Alter, der frisst uns die Haare weg. Oh, er ist zufrieden. Oder? Glaubst du? Ja, scheint zufrieden zu sein. Ich bin nur froh, wenn er zufrieden ist. Okay. Da ging's rein. Primogemons Wohnbereich. Adquote: Schraubenschlüssel, 30 cm Pillen. Sind die für oral? Scheiße, Mann, was denn mit dir? Es ist heiß. Tu irgendwas. Deswegen machst du Liegestütze. Und zwei. Und drei. Was ist denn los? Es ist mir viel zu heiß. Ich halte das nicht aus. Dann geh doch raus hier. Ich halte das nicht aus. What the fuck? Ich will kämpfen. Alter. Der wälzt sich. Ja, weil er brennt oder was? Ach so. Oh mein Gott. Das ist eine andere Ausnummer. Das ist nämlich auch ein Champion. Das ist ein Champion. Ach du Heilige. Also, die anderen waren auch schon Champion, aber der da ist größer. Und vielleicht stimmt's auch gar nicht. So, Digimon Vertrauen, let's go. Ah, der wird immer wieder ab, die Sau. Der Sack, Alter. Der hat ein spitzes Horn. Ich will echt nicht von dem getroffen werden. Ja, stimmt. Komm, Tamer, gib mir einen Tipp. Wie kann ich dem ausweichen? Ach so, volle Kraft. Das ist kein guter Tipp. Das ist doch kein Tipp. Goprimon ist Rookie Level. Ach so, der ist Rookie Level, okay. Der träumt mir immer weiter ab und kommt mir echt gefährlich nah mit seinem. Aber jetzt, Ult. Komm, Ult, oder? Ah. Finish. Das Haar fehlt noch. Nee, ich bin Jay. Ich bin bescheuert. Der mit der Finish stehen. Ja, jetzt aber. Jetzt komm. Nein. Oh Gott, ja, jetzt, komm, Konter! Nein! Und das wird der schwächste Ult der Welt. Oh nein! In den Rücken rein, Alter! Der ist auf Feuer! Ja, komm! Warte, dem ist heiß und wir machen einen Flammenwerfer auf ihn. Die arme Sau! Ist mir klar, dass sie draufgeht. Das war grausam und echt gut. Den ganzen Rückenpelz weg, Alter! Das war vorher alles weiß auf dem Rücken. Das war alles weiß vorher. Das Haar fehlt noch, sagte Yannick, während Nico neben ihm sitzt. Wow. Alter. Nico, was? Warum? Er hat Howdy Lukas eingesetzt. Sehr gut. Mit Glück lernt Tyrannomon den Move. Ach so. Was, ernsthaft? Ernsthaft? So lernt man neue Moves. Ernsthaft? Ich dachte durch dieses IQ-Training.
Voll geil. Er hat sich ja gleich wieder Hunger. Beschwör's nicht, Kroki. Kroki, bitte.